lese es einmal jetzt vor. Vom Bieter muss eine angemessene Geldleistung angeboten werden, sobald das Angebot mit dem Ziel, die Gesellschaft von der Börse zu nehmen, folgt. Wir lesen jetzt einmal vollständig. Oh yeah. Abfindung gleich. Der Käufer verpflichtet sich, den freien Aktionären eine Abfindung anzubieten, wenn eine Aktiengesellschaft einen großen Teil an einer zweiten Gesellschaft übernimmt. Dies geschieht meist in Form eines Aktientauschs. Aktionäre des übernommenen Unternehmens erhalten Aktien der kaufenden Gesellschaft. Eine weitere Alternative ist die Zahlung einer Barabfindung. Laut dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz WBÜG ist der Bieter verpflichtet, ein Übernahmeangebot abzugeben und den Aktionären dabei eine angemessene Gegenleistung, sobald der Bieter anstrebt, mehr als 30% der Stimmrechte an der Zielgesellschaft zu übernehmen. Der Käufer muss allen Aktionären der Zielgesellschaft ebenfalls ein Angebot zur Übernahme ihrer Aktien unterbreiten. Pflichtangebot, wenn der Käufer auf andere Weise als durch ein freiwilliges Übernahmeangebot die Kontrolle über eine Zielgesellschaft erlangt. Vom Bieter muss einem. Der Bieter ist beim Angebot weitgehend frei, sobald der Bieter Aktien einer Zielgesellschaft erwerben möchte, ohne die Kontrolle zu erlangen oder schon mindestens 30% der Stimmrechte in der Hand hat. Vom Bieter muss eine angemessene Geldleistung angeboten werden, sobald das Angebot mit dem Ziel, die Gesellschaft von der Börse zu nehmen, folgt. Liebsten Gruß, lachte Ogoria.